Also ich glaube, das, was uns alle verbindet, egal ob hier, egal ob im Urwald, im Stamm, ist die Wichtigkeit von der Gemeinschaft. Wir haben hier eine Freiheit, die es im Stamm nicht gibt. Und das ist vielen nicht bewusst, aber mit dieser Freiheit kommt auch eine Verantwortung. Also ich bin jemand, ich bin sehr, sehr offen, weil ich habe mir gesagt, ich habe keine Lust, irgendwie jetzt da Sachen zu verstecken oder zu verbergen. Ich habe einfach, ich finde, das Leben ist zu kurz dafür. Was ich nicht mache, und das ist, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, was auch typisch im Stamm ist, ich bewerte nie. Nie. Ich bewerte eine Person niemals. Ich akzeptiere sie genau so, wie sie sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ein Kind in einem Stamm groß wird, hat es mehrere Vorbilder. Nicht nur die Mutter, der Vater, sondern Tanten und Onkel und Verwandten und Großeltern. Das sind ja immer Großfamilien. So, was das Kind automatisch macht, es sucht sich diese Person, die diese Stärke hat, um etwas zu lernen. Das heißt, ein Kind zum Beispiel, da ist jemand, da ist eine Frau, die kann unheimlich gut ein Kind trösten, wenn es traurig ist. Also geht das Kind immer zu dieser Person, weil es weiß, diese Person kann mich gut trösten. Dann ist eine jemand anders, zum Beispiel, die gut kochen kann. Dann wissen, gehen die Kinder und sagen, oh, da kann ich essen, weil die kocht ganz gut. Jemand anders, der gut fischen kann. Dann gehen sie zum Onkel, der gut fischen kann und lernt fischen bei ihnen. Das heißt, die holen sich automatisch die Stärken, auch von der Persönlichkeit her, von mehreren Menschen. Während wir im Westen eine Mutter und ein Vater sind und wir unsere Schwäche haben, unsere Stärken haben und wir tendieren ganz stark, beides an unseren Kindern weiterzugeben. Unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen. Während im Stammesleben die Kinder sich nicht so viele Schwächen haben, sondern die Stärken dann bei anderen Personen aussuchen. Und sie sind auch weniger einsam. Also einsame Kinder habe ich dort noch nie erlebt. Diesen Kulturschock, ich habe viel, viel, viel gelitten. Also wahnsinnig viel gelitten, weil ich es nicht verstanden habe. Aber in dem Moment, als ich anfing, alles zu verstehen, wurde alles besser. Es wurde leichter. Und ich habe angefangen, die westliche Kultur zu verstehen, aber auch zu, wie sagt man, to appreciate it, zu Ja, wertzuschätzen irgendwo. wertzuschätzen, genau, und auch die guten Seiten zu sehen. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, dass ich frei bin. Wenn man in eine Gesellschaft aufwächst, wo man so in eine Gruppe drin ist, das nicht, und dann nicht für sich selbst ist und keine Verantwortung aufträgt, man trägt ja keine Verantwortung für sich selbst, nur für die Gruppe. Und dann kommt man und versucht weiterhin mit diesen Techniken des Überlebens im Westen zu überleben, funktioniert das nicht. Umgekehrt wird es auch nicht funktionieren. Es gibt im Stammessystem zwei Arten von Zeit. Zeit der Natur und Zeit der Geister. Tagsüber ist es so, dass es ja die Zeit der Natur ist. Und die Zeit der Natur ist faszinierend, weil sie absolut perfekt ist. Die Natur ist perfekt abgestimmt und ist immer gleich. So. Und die Menschen, da sie ja keine Elektrizität haben, gehen um 6 Uhr abends ins Bett, stehen um 6 Uhr morgens auf. So, das ist jetzt. Und da es keine Vergangenheit gibt und keine Zukunft gibt und die nicht so viel zu tun haben wie wir hier, läuft die Zeit sehr, sehr langsam ab. Sehr langsam. So, im Westen haben wir es ein bisschen anders. Die Zeit des Menschen ist natürlich stressiger für uns. Dafür haben wir aber auch ein viel luxuriöseres Leben. Also muss man ganz klar sagen. Aber die Zeit läuft hier wahnsinnig schnell ab. Wahnsinnig schnell. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Fader und dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Sabine Kügler. Vor dem Gespräch mit Sabine war ich tatsächlich etwas aufgeregt. Das war ich bisher bei noch keiner der nun immerhin schon fast 70 Folgen dieses Podcasts. Sabines Bücher hatten mich bereits tief berührt und inspiriert. Und als ich die Zusage von Sabine bekam, wusste ich intuitiv, dass dieses Gespräch und diese Begegnung etwas mit mir machen würden.
Und auch die Aufregung zuvor war schon ein kleiner Hinweis darauf, dass hier etwas für mich ganz Persönliches wartet. Sabine und ich haben noch nach der Aufnahme lange weitergesprochen und ich durfte Zeuge von ihren unglaublichen, für uns in der westlichen Welt unvorstellbaren Fähigkeiten werden. Sabine ist im Dschungel in einer ganz anderen Kultur, ja eigentlich in einer anderen Welt aufgewachsen. Ihr Leben dort beschreibt sie auf eindrucksvolle Art und Weise in ihrem Weltbestseller Dschungelkind. In ihrem neuesten Buch »Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind« beschreibt sie zudem ihre Zeit in Europa, in Deutschland, den Kulturschock, den sie dort erlebte, wie sie die westliche Kultur, das westliche Leben einfach nicht verstehen konnte und wie es sie der westlichen Medizin nach unheilbar krank machte. So begab sie sich aus tiefer Liebe zu ihren Kindern auf eine 5-jährige Reise zurück in den Dschungel, um dort doch noch Heilung zu finden. Wir tauchen in diesem Gespräch ein in diese beiden teilweise so gegensätzlichen Kulturen und Lebensweisen und schauen, was wir uns von diesen beiden Welten mitnehmen können. Wir sprechen über die Wichtigkeit der Gemeinschaft und über etwas, das wir hier als selbstverständlich ansehen, was jedoch in Urvölkern und Stämmen überhaupt nicht existiert. Wir schauen uns den so unterschiedlichen Umgang mit Emotionen und Gefühlen an und warum es in alten Stämmen Trauma oder Depression nahezu überhaupt nicht gibt. Sabine erzählt uns, wie sie heute mit ihren in der westlichen Welt, in Anführungszeichen, übersinnlichen Fähigkeiten umgeht, wie sie diese lange Zeit unterdrückt hat und nun doch mehr und mehr erkennt, welche positiven Auswirkungen diese auch in der westlichen Welt haben können. Weiter sprechen wir über die Unterschiede der Kulturen, was den Umgang, das Begleiten und das Aufwachsen von Kindern angeht. Zudem erklärt uns Sabine das vollkommen andere Konzept von Zeit in einer Stammesgesellschaft und teilt mit uns, was für sie dieser ausschlaggebende Moment war, um mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich wünsche ganz viel Freude mit dieser so interessanten, spannenden und inspirierenden Folge mit Sabine Kügler im Open Your Heart Podcast. Ja, liebe Sabine, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich so riesig. Mir fehlen wirklich die Worte. Schon seit Tagen habe ich so eine abartige Vorfreude in mir, mit dir zu sprechen. Wirklich vielen Dank, dass du hier heute mein Gast bist im Open Your Heart Podcast. Sabine, es gibt natürlich so unfassbar viele Dinge, über die ich gerne mal mit dir sprechen würde. Dein Leben ist so, so spannend, so faszinierend irgendwo auch, so berührend. Ich habe deine Bücher gelesen. Ich halte sie mal kurz in die Kamera, wenn man sie überhaupt sieht. Ah, nee, es wird hier so ausgehen. Dschungelkind, ja. Genau, das Dschungelkind, mit dem du ja irgendwo, hier steht groß Sticker drauf, Weltbestseller. Und das wurde ja sogar verfilmt, witzigerweise. Ja. Ich habe das nie gesehen, weil ich immer ein Freund davon bin, meine Fantasie, die Bilder meiner Fantasie zu behalten, sage ich mal. Deswegen, ich schaue auch ganz wenig Filme. Das Witzige aber deshalb, warum ich das erwähne, ist, weil die Sinat Coach dich spielt in diesem Film, ist eine Freundin von mir, Schauspielerin. Ach, im Ernst? Ach, wirklich? Ach, wie schön. Und, trotzdem, kann mich gut erinnern. Ja, trotzdem habe ich den Film selber nie gesehen, bin aber ein riesen Fan von deinen Büchern. Genauso auch das Neueste von dir, Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Unglaublich, deine Geschichten, deine Erfahrungen. Es ist so, so spannend und so viele. Am liebsten würde ich über dein ganzes Leben sprechen. Das wäre ein sehr langes Podcast. Das wäre ein sehr langer Podcast, auf jeden Fall. Deswegen gibt es natürlich trotzdem Bereiche, in die ich gerne ein bisschen tiefer eintauchen möchte mit dir. Aber zuallererst mal die Frage, die mich wirklich am allermeisten interessiert: Wie geht's dir denn? Also, mir geht's richtig gut. Also, momentan geht's mir gut. Hat eine Weile gedauert, als ich dann zurückkam aus dem Urwald, 2017, glaube ich, war das, hat es wirklich einige Jahre gedauert, bis ich mich hier wieder zurechtgefunden habe. Also das hätte ich nicht gedacht, aber es hat einige Zeit gedauert. Aber jetzt geht es mir eigentlich besser wie noch nie, würde ich wirklich sagen. Ach, schön. Also schön. Es geht mir wirklich besser wie noch nie, ja. Ja, weil das ja sehr stark rauskommt in deinen Büchern auch, durch deine Geschichte, dass du ja immer sehr hin und her gerissen warst zwischen diesen Welten. Also es ist so spannend,
wenn ich so über mein Leben erzähle, ich bin vor 7 Jahren aus Deutschland ausgewandert und für mich fühlt es sich an wie ein anderes Leben davor, wie eine andere Welt. Ja. Wenn ich dann aber deine Geschichte höre, dann denke ich so, ja, Moment mal, das ist wirklich eine andere Welt, ja, in der du groß geworden bist. Ja. Du bist eben, für die, die es vielleicht jetzt nicht wissen, kurz angerissen, ja, im Dschungel aufgewachsen, groß geworden, in einer ganz anderen Kultur und hast danach dann, als du die westliche Kultur kennengelernt hast, eben diese Zerrissenheit gespürt, oder? Du hast deinen Platz nicht wirklich gefunden. Ja, aber ich glaube, ich habe die Zerrissenheit gefühlt, weil ich es nicht verstanden habe. Also ich habe vieles, zum Beispiel, ich glaube, weil ich so aussah wie alle anderen, weil meine Eltern deutsch sind, mein Reisepass deutsch ist, ich deutsche Staatsbürgerin bin, habe ich automatisch gedacht, dass ich wie jeder andere hier in Deutschland bin. Und ich habe diesen Unterschied nicht so verstanden. Mir war schon bewusst, aber wie unterschiedlich meine Kultur ist, das habe ich eigentlich nicht verstanden. Und erst als ich das verstanden habe, dann ist die Zerrissenheit auch weggewiesen. Und wenn du dir jetzt diese beiden Kulturen anschaust, was mich sehr interessiert, ist, gibt es Punkte, die man vereinen kann? Also was wären Dinge, wo du sagst, du lebst jetzt auch in der westlichen Welt, in der hier wahrscheinlich alle Zuhörer auch zu Hause sind. Was gibt es aus dieser Welt des Dschungels, was wir hier mitnehmen könnten in unsere westliche Welt? Also ich glaube, das, was uns alle verbindet, egal ob hier, egal ob im Urwald, im Stamm, ist die Wichtigkeit von der Gemeinschaft. Wir sind ja Gruppenmenschen. Wir sind ja, wenn wir jetzt von der Natur ausgucken, wir sind Gruppenmenschen. Wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Und ob ich jetzt beim Stamm bin, ob ich jetzt in Deutschland bin, ob ich jetzt in Asien woanders bin, was ich einfach immer wieder sehe, ist das, was letztendlich im Leben zählt. Das, was den Menschen eigentlich am zufriedensten macht, ist, wenn man einen ganz starken Umfeld hat, von Freunde, von Familie. Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Und da habe ich gesehen, also Menschen, die wirklich zufrieden sind, wenn man die anschaut, die ich bis jetzt sozusagen getroffen habe, die haben alle eine ganz starke Gemeinschaft um sich gehabt. Das waren die Menschen, die richtig zufrieden waren im Leben. Und das ist etwas, was, wenn man deine Geschichte anschaut, ja, das Normalste überhaupt ist in den Stämmen. Das ist immer Gemeinschaft. Es geht ja gar nicht anders. Du schreibst davon, das ist überlebensnotwendig. Ja. Und interessant fand ich einen Absatz bei dir, da schreibst du, als du hier in diese westliche Welt kamst, weil du natürlich auch sehr ausgeprägte Sinne hast, ja, sehr, sehr viel wahrnehmen kannst, spüren kannst, fühlen kannst, dass du die Menschen, obwohl sie vielleicht gelächelt haben, dahinter eine unglaubliche Unzufriedenheit, eine Bitterkeit erkannt hast, eine Leere, Wut, Stress, glaube ich, das waren die Begriffe, die du benutzt hast. Ja, Müdigkeit. Also sehr viel Müdigkeit. Psychisch einfach sehr müde, ja. Die Menschen hier sind zum Teil, was ja auch verständlich ist, es ist ja nicht so ein leichtes Leben hier. Wir haben ein gutes Leben hier, also muss ich ganz klar sagen. Aber psychisch ist das schon, wir sind sehr unter Druck hier. Zeitlich, zum Überleben, Geld verdienen. Und die Müdigkeit, die spüre ich momentan sehr, sehr stark hier. Und was bräuchte es da? Also ich hatte immer so die Vorstellung, als ich deine Geschichte gelesen habe, du kennst wirklich so die krassen Gegensätze. Ja, so ganz unterschiedliche Kulturen. Ist es möglich überhaupt, das irgendwie zusammenzuführen und quasi so die, sag ich mal, positiven Aspekte, weil es gibt ja auf beiden Seiten auch das Schwierigere und auch das Leichtere vielleicht. Ist es möglich, das irgendwie zusammenzuführen, dass wir schauen, was haben uns diese Stämme vielleicht voraus oder was haben wir vielleicht hier verloren vielmehr? Aber vielleicht auch andersrum, was würde vielleicht auch in dieser Welt dort im Dschungel helfen von unserer Welt? Gibt's da Punkte? Ja, also es gibt schon, also es ist natürlich eine ganz andere Welt, aber es gibt schon Punkte. Und da, was ich zum Beispiel hier sehe, was ich auch immer wieder sage, ist, dass viele Menschen im Westen, denen ist es gar nicht bewusst, wie gut es uns hier eigentlich geht.
vom Äußerlichen her. Wir haben ja ein sehr, sehr bequemes Leben. Was aber fehlt, ist halt, wir sind so damit beschäftigt hier, mit Technologie, mit Arbeit, mit so, dass wir, das Lebenszentrum hier ist nicht mehr so die Gesellschaft, sondern es ist mehr jetzt das Überleben, es ist Geld verdienen, es ist Erfolg haben. Also der ganze Mittelpunkt des Lebens hier hat sich so ein bisschen verändert. Und im Stamm ist das Mittelpunkt ganz stark nur die Gesellschaft, was aber dazu führt, dass sie sich auch nicht weiterentwickeln als Gesellschaft. Also es ist eigentlich zwei Extreme. Und wir haben aber hier im Westen das Potenzial, ein absolut super tolles Leben zu haben. Ich spreche jetzt nur von dem Normalfall. Es gibt natürlich Menschen, die es wirklich schwer hier haben. Also ich spreche jetzt nur von sozusagen wie sagt man, die Mehrheit der Menschen. Dass wir haben halt diesen wunderbaren Möglichkeit, wir haben hier eine Freiheit, die es im Stamm nicht gibt. Und das ist vielen nicht bewusst, aber mit dieser Freiheit kommt auch eine Verantwortung. Und wir haben die Freiheit zu wählen, zum Beispiel, was wir werden wollen. Wir haben die Freiheit, wo wir wohnen wollen, zum größten Teil natürlich. Also wir haben Freiheiten hier, dass man im Stamm nicht hat. Wenn wir aber es schaffen, und das ist das, was mir so geholfen hat, dass ich das verstanden habe und auch umgesetzt habe, da wurde ich eigentlich wirklich glücklich, also zufrieden hier. Als ich gelernt habe, was ganz wichtig ist, man muss sich selbst einen Mini-Stamm hier aufbauen. Weil im Urwald oder im Stamm wird man reingeboren. Man ist drin geboren, ist alles da automatisch. Hier ist das aber nicht der Fall und das habe ich nie so verstanden. Dieses ganz aktiv, und das habe ich meinen Kindern beigebracht, ganz früh habe ich gesagt, ihr müsst euch einen Mini-Stamm aufbauen. Ihr müsst euch Menschen finden, die gut sind für euch. Wo ihr wirklich sozusagen einen kleinen, ja, ich würde sagen, fast Mini-Stamm aufbauen könnt. Das kann Familie sein, das kann Freunde sein, wo man weiß, das sind Menschen, wenn es mir nicht gut geht, die mir helfen. Aber auch, und das ist ganz wichtig, was viele auch nicht so drüber nachdenken, wenn ich Erfolg habe, dann freuen sie sich auch für mich. Und dass man diese Unterstützung hat, dass man diese Gemeinschaft hat, dass man diesen, im Englischen sagt er Interaction hat, zwischen das menschliche Interaction oder das menschliche, ich weiß nicht, was Interaction ist auf Deutsch, dieses Austausch, ja, das menschliche Austausch. Aber nicht Austausch, indem man jetzt einander schreibt, sondern wirklich, dass man die Person vor sich hat, dass man die Atmosphäre spürt, dass man über Sachen reden kann. Und das ist etwas, was heutzutage sehr, also ich finde hier sehr fehlt zum Teil auch, aber wenn man das schafft, dann kann man eigentlich hier ein tolles Leben haben. Wow, vielen Dank, ein so, so wichtiger Punkt. Ich glaube, da geht in Resonanz mit wahrscheinlich vielen jetzt, die irgendwie das Gefühl haben, so ein bisschen einsam zu sein, so alleine irgendwo. Ja, also bekomme ich ganz viele Rückmeldungen, Menschen, die sich einfach tatsächlich einsam fühlen. So in dieser Welt. Das, was viele nicht realisieren, ist, die müssen das ganz aktiv, ganz bewusst machen. Viele hier auch machen es nicht. Also, dass man wirklich ganz bewusst Menschen aussucht, mit denen man sich gut versteht und da eine Beziehung mit aufbaut. Das bewusst zu machen, das ist das Wichtige, weil viele sagen, ja, ich habe doch Freunde, ich habe doch Bekannte. Man braucht auch nicht viele zu haben, aber das ganz bewusst zu machen, das ist, was so wichtig ist. Und andersrum, weil du auch gerade so gesagt hast, wir wissen das gar nicht zu schätzen, was wäre denn da etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr so richtig sehen, weil wir es als normal oder selbstverständlich ansehen, was aber eben im Urwald vielleicht gar nicht existiert. Du hast gerade schon gesagt, die Freiheit, die Individualität wahrscheinlich gibt es in der Form gar nicht. Gibt's nicht. Nein, überhaupt nicht. Also keine Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, keine Möglichkeit, kreativ so zu sein. Aber man spürt das ja natürlich nicht, wenn man es ja nicht anders kennt. Ich habe es ja auch nicht verstanden, lange, lange Zeit nicht verstanden, weil man fühlt sich sicher in der Gruppe, das auch ganz wichtig ist. Aber dieses Aufgeben von seiner Individualität bedeutet auch, dass die Gesellschaft sich nicht weiterentwickelt. Deshalb gibt es Stämme, die seit Hunderten von Jahren sich nie weiterentwickeln. Sie überleben, aber es wird nicht
weiter. Und das ist natürlich das Leben, Urwald, ist ganz, ganz hart. Es ist wirklich, wirklich hart. Also körperlich sehr hart. Und es gibt oft Zeiten, wo sie Hunger haben, weil sie zum Beispiel, es wird natürlich angepflanzt, aber es wird nie, zum Beispiel, ich gebe ein gutes Beispiel. Ich bin nämlich besser mit Beispielen. So. Als ich unterwegs war mit Mickey, mit dem Geschäftspartner, mit dem ich jahrelang unterwegs war, eine Sache, die wir immer gemacht haben, ist, wir haben immer, wenn wir irgendwo waren, den Leuten geholfen in Agrikultur. Weil Mickey ist ein Spezialist drin, ich kenne mich da auch aus. Und wir wollten denen helfen, wie sie ihre Gärten anpflanzen können, um mehr Geld zu verdienen. Was wir nämlich gemerkt haben, ist, wir kommen irgendwo hin und jemand pflanzt Wassermelonen an. Und die verdienen gut Geld damit, weil es gibt nicht viele Wassermelonen. In der nächsten Saison kommt das ganze Dorf und alle pflanzen Wassermelonen an. Und auch plötzlich gibt es zu viele Wassermelonen und die verdienen überhaupt kein Geld und sind dann ganz frustriert und sagen, ach, es ist nicht die Wassermelone, wir sollten nächstes Mal Süßkartoffeln anpflanzen. Dann pflanzen sie ja plötzlich alle Süßkartoffeln an und sind frustriert, weil sie nicht gut Geld kriegen, weil es ein Überschuss ist. Und was wir immer versucht haben, denen zu erklären, ist, jeder soll was anderes pflanzen. Der eine pflanzt Wassermelone, der andere Süßkartoffeln, der andere Erdnüsse. Ihr müsst alle was anderes anpflanzen und dann bekommt ihr ein besseres Geld dafür. Das ist für uns absolut logisch, für die überhaupt nicht. Ja, aber der hat doch Wassermelone angepflanzt, also sollte ich auch Wassermelone anpflanzen. Und es ist nicht so, dass sie dumm sind, überhaupt nicht. Ganz intelligente Menschen. Es ist einfach, dass die in einer Welt aufgewachsen sind, wo es kein Ich gibt, wo es kein Meins gibt. Es ist immer ein Wir. Es ist immer ein Teil, weil sonst kann man im Urwald nicht überleben. Und wenn diese Gesellschaft, diese Stammesgesellschaft jetzt sozusagen in Kontakt hat mit der Außenwelt und sich weiterentwickelt und moderner wird, kommen natürlich solche Sachen hoch, wo sie das nicht verstehen. Das ist so zum Beispiel ein Beispiel, was bei denen auch sehr schwer ist und wo wir auch lange immer mit gekämpft haben, denen das zu klären und zu sagen, mach das doch so. Manche machen es, manche nicht. Ja. Das heißt, könnte man das ein bisschen so zusammenfassen, dass dort, klar, du meinst dort, es braucht die Gemeinschaft, anders kann der Stamm nicht überleben, aber es hat Also eben zu, damals, ja. es verändert sich ja. Das ist es ja. Es war mal eine Zeit, das war der einzige Weg zu überleben, war zusammenzubleiben als Gemeinschaft. Sonst konnte man nicht überleben. Aber die Welt hat sich verändert. Aber die Menschen, die Kultur hat sich noch nicht ganz verändert. Also die Veränderungen in der Welt ist schneller, als die Kultur sich verändert. Und deshalb gibt es so viele Schwierigkeiten. Deshalb, ich meine, ich bin ja ein Beispiel. Ich komme von einem Steinzeitkultur in die westliche Kultur, obwohl ich sie ja schon kannte. Und das war für mich schwer. Also muss man sich vorstellen, wie viel schwerer ist es für jemand, der ja überhaupt nichts von der Außenwelt kennt, der auch plötzlich konfrontiert wird mit einer komplett neuen Art des Lebens. Und es auch nicht versteht. Und es ist ja auch keiner da, der einem das erklärt. Also das ist die Schwierigkeit dran. Also wenn Stämme sind, die wirklich weit im Urwald sind, die leben, wenn die weiterhin so gerne so leben wollen, ist das absolut, finde ich also ganz toll, ist auch ganz gut. Aber es gibt viele, die sagen, nee, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen, dass unsere Kinder zur Schule gehen und so. Und für die ist das natürlich schwer, weil es ja so viele Unterschiede gibt. Das heißt, also ich finde das schön, nochmal das zu reflektieren, dass wir eben das so als selbstverständlich nehmen, diese Freiheit, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir individuell gestalten können. Ja, ja, es ist so inspirierend, diese zwei Welten zu sehen. Was ich sehr, sehr, sehr spannend fand, ist der Umgang mit Emotionen. Wo ich dachte, da könnten wir uns, aber da bin ich gespannt, wie du das siehst, auch vieles mitnehmen, wie das diese Urvölker noch machen. Weil du auch interessanterweise schreibst, die haben nicht sowas wie Trauma oder so Sachen oder Nee, haben wir nicht viel. Depression oder sowas in der Richtung. Nicht viel. Es gibt's, aber selten. Also selten. Nee, weil, also ich glaube, das hat damit zu tun, weil es keine Geheimnisse gibt. Wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, jeder kennt jeden, die kennen sich seit Kind auf, es gibt keine Geheimnisse. Man braucht sich nicht zu verstellen. Man muss nicht zu verstecken. Man kann über Jeder weiß alles über jeden, also wirklich über alles. Und deshalb ist dieser
Druck im Westen, was natürlich auch wichtig ist. Also wir können ja auch nicht hier rumgehen und jede Person alles über uns erzählen. Es ist halt eben die Gesellschaft, in der wir leben. Aber in der Stammesgesellschaft, da es keine Geheimnisse gibt, da man sich nicht verstellen muss, da man nicht sozusagen ein Lächeln muss, auch wenn es einem nicht gut geht. Weil wenn es dir nicht gut geht, dann zeigen sie es. Wenn sie glücklich sind, dann zeigen sie es. Weil man es ja sowieso merken würde. Ich glaube, deshalb haben die nicht so viel, würde ich sagen, Ballaststoff, wie wir hier im Westen haben. Aber das ist einfach, manchmal ist es einfach ein Teil des Lebens. Also wenn wir jetzt alle hier sagen würden, wir werden 100% offen sein, wir werden alles jedem sagen, was wir denken und was wir fühlen, ich glaube, da wäre es ziemlich chaotisch. Also vielleicht, weiß ich nicht, aber ja. Aber diesen Emotionen freien Lauf zu lassen, ja, dass du sprichst davon, die trauern dann halt wirklich Wochen, Monate lang teilweise. Und auch da Ja. ist immer jemand dabei, der sich um einen Ja. kümmert. Und Ja. bis das Ja. abgeschlossen ist, und dann ist es aber auch vorbei, dann ist es, kommt das auch nicht Ja. wieder. Ja, das ist aber Teil des Mini-Stamms. Das ist genau die Funktion eines Mini-Stamms, dass wenn jemand jetzt ein was Schweres durchgeht, wir sagen jetzt, eine Freundin macht gerade eine schwere Zeit durch, wenn ich ein Teil von ihrem Mini-Stamm bin, dann würde ich sozusagen wirklich bei ihr sein und sie unterstützen und helfen, bis sie darüber hinweg ist. Und nicht sagen nach einer Woche, ach Mensch, da hast du schon letztes Mal drüber gesprochen und so. Man ist wirklich für die Person da. Ich meine, man kann zusammenleben, würde ich nicht machen, aber man kann hingehen, man kann anrufen, man kann sagen, was kann ich machen, was kann ich tun, wie kann ich helfen. Manchmal einfach zuzuhören. Egal, ob es immer wieder dasselbe ist, dasselbe ist, dasselbe ist. Weil das Interessante ist, wir tendieren immer zu sagen, ja, die hat das ja schon 100 Mal erzählt. Ey, ja, es ist egal, lass es ihr noch mal 100 Mal erzählen, weil irgendwann mal ist es vorbei. Und das ist, was die, zum Beispiel bei den Fayu, was sehr interessant war, das haben die irgendwie instinktiv, haben die das verstanden. Dass man manchmal psychisch einfach eine Sache immer wieder hochbringen muss, darüber reden muss, reden muss, reden muss. Und dann irgendwann mal ist es auch vorbei. Und wir tendieren dann zu sagen, okay, wir können nicht drüber reden, weil dann sind die Leute genervt. Was machen wir? Wir unterdrücken es. Und das ist das, was, glaube ich, für viele ganz schwer ist und was auch viele, viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wenn ich so deine Kindheitsgeschichten, was du da alles erfahren hast, wo wir ja aus unserem westlichen Blickwinkel heraus denken, oh mein Gott, ja, wie krass ist das eigentlich? War ja für dich auch nicht traumatisch, Die oder? Kindheit? Nö. Nö. Nee, also wenn ich drüber nachdenke, ob ich was Traumatisches ist, nee. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Also nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Also nicht, was so die Umgebung anging, die Fayu, sogar der Krieg. Wir sind ja mit dem Tod aufgewachsen, deshalb haben wir auch keine Angst vor dem Tod. Für uns ist es einfach ein normaler Gang. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo das Leben ja nicht aufhört, wenn man stirbt. Es geht weiter. Also Atheisten gibt es und das stimmt nicht. Die glauben an, egal an was, alle glauben an etwas und alle glauben an Leben nach dem Tod. Deshalb hat man auch weniger Angst vor Sterben. Man hat weniger Angst vor, ja, vor Situationen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Trauma hatte oder Angst hatte. Ich kann mich nicht daran erinnern. Worauf lässt sich das zurückführen? Weil wir gar heute viel von Trauma sprechen in unserer westlichen Welt. Ja, total, ja. Wie würdest du das? Kannst du das irgendwie greifen, an was du das festmachen kannst, dass es bei dir eben nicht so ist? Obwohl du ja offensichtlich, du hast gerade von Krieg gesprochen und also ja schon auch Dinge, die einen jetzt bestimmt auch nicht so komplett kalt lassen irgendwo, aber der Umgang wahrscheinlich damit ein anderes oder da, vielleicht ist es die Gemeinschaft, die einen da so trägt oder was, auf was Die ist das zurückzuführen? Gemeinschaft. Ja. Ja, also Nummer zwei ist die Gemeinschaft und wenn man keine individuelle Person ist, man hat kein Ich, dann nimmt man auch nichts mehr in sich persönlich rein. Alles wird zusammengetragen. Was schön klingt, was viele sagen, ach, das ist doch schön, aber was viele nicht verstehen, ist, da muss man auch seine Privatsphäre aufgeben, man muss seinen eigenen, sozusagen, seine eigenen Bedürfnisse aufgeben zum Teil. Alles wird für den anderen gemacht. Man wird aber dafür auch getragen und ich glaube, deshalb hat man auch nicht so diese starke Verantwortung in sich selbst. Und wenn irgendwas passiert, und das war ja so, wenn irgendwas
was passiert ist, sei es Krieg oder sei es Tod oder sei es Krankheit, es wurde alles gemeinsam getragen und deshalb war das nicht auf eine Person alleine drauf belastet. Man war nicht so belastet. Aber es hat auch seine Nachteile, also muss ich ganz ehrlich sagen, auch seine Nachteile. Ja. Es ist so spannend, unglaublich. Es gibt so viele Bereiche natürlich noch. Was mich sehr fasziniert hat, ist, ich erzähle auch gleich warum, sind deine Fähigkeiten, die sich, ich sage mal, ausgebildet haben. Weil, also ich habe mich sehr, sehr mit auch der Entwicklung der Kinder und so beschäftigt über die letzten Jahre und ich meine, Gerald Hüther war das mal, der war auch schon Gast in meinem Podcast. Er meinte mal, dass wir mit unendlich vielen Potenzialen auf die Welt kommen. Und je nachdem, wo wir aufwachsen, sich entsprechend die Potenziale festigen, die eben in dieser Umgebung wichtig sind. Ja, Genau, sodass wir genau. Du hast natürlich genau auf den Punkt gehauen, genau. viele Dinge, die du dort Stimmt. hast ausbilden oder entwickeln können, festigen können, sind ja in dieser Welt hier nicht wichtig, die dich ja teilweise auch sehr eher sogar ja behindert haben, würde ich sagen, oder Ja. als du in diese westliche Welt dann kamst. Wie ist es heute bei dir? Hast du da immer noch Zugriff zu oder wie gehst du damit um? Also speziell jetzt diese Wahrnehmung, was die anderen spüren, die ja, wie machst du das heute? Also ich habe es lange, lange abgelehnt, jahrelang. Ich habe immer gedacht, für mich war immer ein Fluch. Also für mich, wenn jemand mich gefragt hat, ich habe es entweder beiseite geschoben, weil hier im Westen sowas nicht normal ist. Und dann immer gesagt wird, ja, das ist nicht, das stimmt nicht, das stellst du dir nur vor. Und irgendwie fing ich an, das so zu unterdrücken. Und etwas zu unterdrücken ist nie gut. Als ich irgendwann mal dann auch gelernt hatte, besonders in den letzten, so sagen, 3, 4 Jahren, habe ich angefangen, damit besser umzugehen, weil ich es einfach langsam akzeptiert habe. Ich habe langsam gesagt, okay, es ist ein Teil von mir. Man sieht halt Sachen, die andere Sachen nicht sehen. Und da habe ich mir überlegt, was kann ich denn damit machen? Also ich kann es entweder ignorieren und so, aber es geht ja nicht weg. Also es wird schwächer, muss man sagen. Es ist wie ein Muskel, das man trainiert. Also ich weiß, wenn ich zum Beispiel bestimmte Sachen mache, dann werden die Instinkte oder dann werden diese Fähigkeiten stärker. Wenn ich es weniger mache, werden sie ein bisschen schwächer. Aber es sind ja immer da. Und da habe ich mir gedacht, hey, was kann man damit machen? Und da habe ich angefangen, zum Beispiel, ich habe mit meinen Kindern angefangen, dass ich gegenüber meinen Kindern sehr offen war, dass ich das kann. Und am Anfang haben die geschmunzelt, aber heute kommen die alle an für jede Situation, wenn die jetzt zum Beispiel sogar mein Sohn, wenn der so 2, 3 Mädchen kennengelernt hat und er muss sehen, mit welcher er ausgehen will, schickt er mir immer Bilder und sagt nochmal, welche findest du gut, sag mir, was du in denen siehst. Alle meine Kinder machen das inzwischen und meine Freunde und immer mehr und mehr machen das und das ist okay. Und ich habe gelernt, man kann etwas nehmen. Also ich habe das, was negativ war, und habe mir gesagt, wie kann ich in was Positives umändern? Und ich bin noch dran, muss sagen, ich bin noch dran, daran zu arbeiten und das einfach zu akzeptieren und sagen, okay, es ist so, wie es ist. Also im Urwald braucht man das zum Überleben. Im Urwald, wenn man das nicht hat, dann ist es sehr schwer. Aber hier ist es halt eben, ja, anders, weil man sieht halt viel. Man sieht viel hier. Und es ist schon so, dass du sagst, die meisten haben irgendwie eine Maske auf und geben sich eigentlich anders, als es in ihnen drin aussieht, weil du siehst das ja, wenn ich das richtig verstehe. Ja, du spürst das, du. Oder beschreib das mal, wie ist das? Du hast jemand vor dir, der sagt, ja, mir geht's gut, alles toll. Was nimmst du da wahr und wie zeigt sich das für dich? Also, ich glaube, der beste Weg ist zu erklären, dass ob man ein zweites Paar Augen hat. Und wenn da jemand ist, der sagt, ja, zum Beispiel jemand kommt und sagt, ja, mir geht's super, ich liebe meine Arbeit oder ich bin ganz glücklich in meiner Ehe oder so, dann kann ich sehen, ob's nicht immer, aber ganz oft kann ich dann sehen, ob's stimmt oder nicht. Ich kann sehen, ob jemand mit Depressionen zu leiden hat, mit Angst zu leiden hat, mit Unsicherheit zu leiden hat, ob jemand glücklich ist, ob jemand zufrieden ist, ob jemand, also das, man sieht einfach viel mehr, meistens durch die Augen, aber man sieht und ich spüre das auch, also ich kann das auch spüren zum Teil. Ja, und ich rede nicht so viel drüber, weil jemand hat mir mal gesagt, also jemand hat mir, jemand hat,
Ich war mal irgendwo unterwegs eines Abends und hatte ein bisschen zu viel getrunken und haben so ein paar Leute kennengelernt und irgendwie war da ein junger Mann dabei und da sagte er, ja, er hat ein tolles Beziehung zu jemand in seiner Familie. Und da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Und dann habe ich ihm alles gesagt, was ich gesehen habe in der Beziehung. Und er wurde unheimlich wütend. Und er hat später zu mir gekommen und hat gesagt, ist dir da nicht bewusst, was du da machst? Es ist so, als ob du jemand ausziehst vor allen anderen. Und das hat mich so, ich habe mich dann natürlich entschuldigt, also es tut mir leid. Und seitdem mache ich das auch nicht mehr. Aber für mich war das so, vielleicht weil ich auch so offen bin. Also ich bin jemand, ich bin sehr, sehr offen, weil ich habe mir gesagt, ich habe keine Lust, irgendwie jetzt da Sachen zu verstecken oder zu verbergen. Ich habe einfach, ich finde, das Leben ist zu kurz dafür. Und das Interessante ist, wenn man das macht, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit jemandem unterhalte und die Person weiß, dass ich sehen kann, das Verlangen, sich zu öffnen, oder die Menschen werden auch plötzlich fast so glücklich und dankbar, dass sie drüber reden können. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was gut ist, wenn man lernt, über seine Schwierigkeiten zu reden oder seine Unsicherheiten zu reden. Und was ich nicht mache, und das ist, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, was auch typisch im Stamm ist, ich bewerte nie. Nie. Ich bewerte eine Person niemals. Ich akzeptiere sie genau so, wie sie sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wow, ja, allerdings, oh, so schön, ich danke dir so sehr. Mich würde jetzt interessieren, was du bei mir wahrnimmst. Was ich bei dir war, will man ja erst im Podcast, mache ich lieber nicht. Ja, okay, ah, gut, ja, das würde mich noch mehr Nichts interessieren. Schlimmes, nichts Schlimmes, nichts Okay. Schlimmes. Vielleicht nachher, nachher kann ich es dir. Ja, sehr gerne. Ja, was ich so schön fand, auch als du erzählt hast, im Urwald, vor allen Dingen, wenn, ich glaube, so mit dem deinem Jagdinstinkt, wenn der einsetzt, dass du Energiefarben sehen kannst. Ja. Das ist total, das finde ich so, Ja. also die Vorstellung Naja, das allein ist ist toll. genau. Es ist, also jemand hat mir mal beschrieben, jemand hat mir mal gesagt, das hört sich an, als ob man, wie, es ist so ähnlich, als ob man LSD, glaube ich, heißt das. Es ist irgendeine Droge. Das gibt es auch in Südamerika ganz viel. Also die Schamanen, die dann so Mushrooms nehmen, die sehen auch Farben. Und ich glaube, dass das. Als ich gelernt habe zu jagen, hat das Gehirn gelernt, was immer das für eine chemische Reaktion ist, alleine herzustellen. Dass man auch plötzlich die Welt ganz, ganz anders sieht. Und ich weiß nicht, jemand hat mir das mal erklärt, irgendein Wissenschaftler hat mich erklärt, was seiner Meinung nach das ist, was man normalerweise nicht sehen kann. Das hat mit Atomen oder irgendwas zu tun, also mit Energien oder mit ich weiß es nicht. Er hat mir erklärt und ich habe es nicht verstanden. Auf jeden Fall. Ja, man sieht Farben, aber es ist so, ja, man sieht die Welt ganz anders. Also ich zum Beispiel, für mich ist der Urwald ganz bunt. Und für andere ist der Urwald nur grün. Und das muss, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wenn man die Farben nicht sieht, dann würde man sich auch im Urwald verlaufen. Und da ich Farben sehen kann, verlaufe ich mich im Urwald nicht. Das ist so schön. Oh, vielen Dank. Ein Bereich fand ich auch so schön und da würde mich auch deine Perspektive interessieren, und zwar, wie wir unsere Kinder begleiten. Du hast irgendwo geschrieben, Kinder werden als Segen empfunden und niemals als Last. Ja, Und da ist ja. ja schon auch ein Unterschied, nehme ich mal an, zu der westlichen Welt. Ja, nein. Also Kinder werden nicht als Last angesehen, aber sie kriegen auch nicht so viel Aufmerksamkeit wie hier im Westen. Also Okay. Kinder werden ja nicht von den Eltern großgezogen, sondern mehr von der ganzen Dorf sozusagen. Also Kinder werden immer hinter den Erwachsenen gestellt. Also hier tut man ja immer, die Kinder tendiert man einfach ein bisschen mehr auf dem Pedestal drauf zu tun. Und dort werden Kinder, sagt, du bist ein Kind, also das ist deine Stellung im Stamm und das ist eine ältere Person und die ältere Person ist älter, also hast du die zu respektieren. Es ist eine ganz klare Hierarchie, auch mit Kindern.
Und das heißt, dass viele, die das natürlich so manchmal miterleben, sagen, oh, die Kinder werden nicht so gut behandelt. Es geht nicht darum, dass sie nicht gut behandelt werden. Es ist so, dass jedes Kind weiß, das ist meine Stellung in diesem System und das habe ich auch zu respektieren. Und es wird nicht so viel auf Kinder fokussiert wie hier. Die leben natürlich viel freier, weil die leben ja alle draußen sozusagen, leben viel mehr mit Spielen und alles, aber es ist eine ganz andere Art von Kindheit. Ganz anders wie hier. Also Kinder werden hier ganz viel mehr gefordert. Dort werden sie nicht so gefördert. Aber dafür haben die die Möglichkeit. Und das ist, was ich so gut finde, wenn Kinder von mehreren Menschen erzogen werden. Das ist eben der Vorteil von einem Stammessystem. Wenn ein Kind in einem Stamm groß wird, hat es mehrere Vorbilder. Nicht nur die Mutter, der Vater, sondern Tanten und Onkel und Verwandten und Großeltern, das sind ja immer Großfamilien. So, was das Kind automatisch macht, es sucht sich diese Person, die diese Stärke hat, um etwas zu lernen. Das heißt, ein Kind zum Beispiel, da ist jemand, da ist eine Frau, die kann unheimlich gut ein Kind trösten, wenn es traurig ist. Also geht das Kind immer zu dieser Person, weil es weiß, diese Person kann mich gut trösten. Dann ist eine jemand anders, zum Beispiel, die gut kochen kann. Dann gehen die Kinder und sagen, oh, da kann ich essen, weil die kocht ganz gut. Jemand anders, der gut fischen kann. Dann gehen sie zum Onkel, der gut fischen kann und lernt fischen bei ihnen. Das heißt, die holen sich automatisch die Stärken, auch von der Persönlichkeit her, von mehreren Menschen. Während wir im Westen eine Mutter und ein Vater sind und wir unsere Schwäche haben, unsere Stärken haben und wir tendieren ganz stark, beides an unsere Kinder weiterzugeben. Unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen. Während im Stammesleben die Kinder sich nicht so viele Schwächen haben, sondern die Stärken dann bei anderen Personen aussuchen. Und sie sind auch weniger einsam. Also einsame Kinder habe ich dort noch nie erlebt. Oh, schön, danke. Ach, so toll. Ach, ich könnte dir Ewigkeiten zuhören. Das ist so schön, so ein, ja, so ein bisschen eintauchen zu können da in deine, in diese Kultur, in dieses ganz andere Leben. So, ich bin so dankbar, dass du das auch teilst, ja, in deinen Büchern, dass du damit rausgegangen bist, Menschen wie mich daran teilhaben lässt, an so einem, ja, beeindruckenden Weg. Also wirklich von Herzen danke dafür. Und Habe es ja fast nicht geschrieben, das Buch. Also ich habe ja jahrelang, haben wir mir immer gesagt, ich soll über diese letzte Reise sprechen, über das letzte Buch. Und ich habe mich geweigert, jahrelang. Ich habe immer gesagt, nein, ich möchte nicht wieder schreiben, ich möchte nicht an die Öffentlichkeit, ich möchte nicht mehr, weil das war ja schon nicht immer einfach. Aber dann saß ich mit so ein paar Freunden beim Italiener in Hamburg eines Abends und da hat mich jemand eine Frage gestellt. Und zwar haben die gefragt, wenn du zurückgehen könntest, als du mit 17 Jahren dann nach Europa kamst, was hätte dir damals geholfen, besser hier zurechtzukommen? Und da habe ich gesagt, mir hätte, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre mein ganzes Leben anders gelaufen. Und als ich das gesagt habe, war so, als ob es so in meinem Gehirn so Klick gemacht hat und ich habe gesagt, warte mal, ich bin ja nicht die einzige Person, die einen Kulturwechsel gemacht hat. Ich bin nicht die einzige Person, die zwischen zwei Kulturen groß geworden ist, die sozusagen ein Drittkulturkind ist oder so. Es gibt ja ganz, ganz viele, vielleicht nicht in so einem Extrem, aber trotzdem, es gibt viele. Und da habe ich mir gedacht, wenn jemand damals den Mut gehabt hätte, sowas aufzuschreiben und ich so ein Buch in die Hand bekommen hätte, dann wäre mein ganzes Leben anders gewesen. Also den Leid, den ich durchgemacht habe, die Schmerzen, also das war diesen Kulturschock, ich habe viel, viel, viel gelitten. Also wahnsinnig viel gelitten, weil ich es nicht verstanden habe. Aber in dem Moment, als ich anfing, alles zu verstehen, wurde alles besser, es wurde leichter. Und ich habe angefangen, die westliche Kultur zu verstehen, aber auch zu, wie sagt man, to appreciate it, zu ja, wertzuschätzen irgendwo. wertzuschätzen, genau, und auch die guten Seiten zu sehen. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, dass ich frei bin. Wenn man in eine Gesellschaft aufwächst, wo man so in eine Gruppe drin ist, dass nichts und dann nicht für sich selbst ist und keine Verantwortung aufträgt. Man trägt ja keine Verantwortung für sich selbst, nur für die Gruppe. Und dann kommt man und versucht weiterhin mit diesen Techniken des Überlebens im Westen zu überleben, funktioniert das nicht. Umgekehrt wird es auch nicht funktionieren. Und
deshalb habe ich mich damals entschieden, das Buch zu schreiben, weil ich mir gesagt habe, wenn ich das mache, vielleicht gibt es Menschen da draußen, die auch was daraus sich holen können, dass denen helfen können, die Unterschiede zu verstehen und dann vielleicht auch nicht die ganzen Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Oh ja, vielen Dank dafür. Wirklich. Oh, so schön, so schön. Es gibt so viele weitere Dinge natürlich. Was mir jetzt gerade noch kommt, was ich so spannend finde, ist vielleicht noch als Abschluss das Konzept von Zeit. Ja, ganz interessant. Das Ja, kannst du darüber ganz noch ein paar Dinge interessant. sagen? Das fand ich so interessant. Ja, also ich spreche mal, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch niemals drüber gesprochen, aber ich finde es sehr interessant. Und zwar, ich spreche jetzt mal über die Zeit im Stammessystem. Es gibt im Stammessystem zwei Arten von Zeit. Zeit der Natur und Zeit der Geister. Das hatte ich versucht im Buch zu erklären, aber das war so komplex, dass wir es dann wieder rausgenommen haben. Aber also, ich fand es interessant. Und zwar, die sind ja alle sehr spirituell, die glauben ja alle an Geister, die sind ja sehr, da sehr mit sowas, mit allem drum und dran. Und in einem Stammessystem, also die Stämme, die ich kenne, es gibt natürlich immer andere Beispiele, aber die meisten, die ich kenne, es ist so, dass im tagsüber ist es die Zeit der Natur und nachts ist es die Zeit der Geister. Und diese zwei Zeiten drehen sich counterclockwise. Also wenn man, das so hat man mir das erklärt. Das ist die Zeit läuft immer wie in einem Ring, also rund, und die Zeit der Geister läuft das Gegenteil. Und zwischen Mitternacht und 3, 4 Uhr morgens sind diese zwei Welten, zwischen der Geisterzeit und die Zeit, also die Welt der Geister mit deren Zeit, die Welt der Natur mit deren Zeit, sind am nächsten zusammen zwischen 12 und 4 Uhr. Und es ist auch die Zeit, wo man sagt, wo man zum Beispiel die ganzen Schamanen, die machen ihre ganzen Magie, machen sie ungefähr in der Zeit. So. Für die Menschen, die meisten Menschen, deshalb sieht man das, sehe ich das oft, nachts gehen die nicht raus. Die bleiben alle in ihren Hütten, weil das die Zeit der Geister ist und für die auch zum Teil auch gefährlich sein können. Das ist ja ihr Glaube, dass das gefährlich ist und die bleiben in den Hütten so. Tagsüber ist es so, dass es ja die Zeit der Natur ist. Und die Zeit der Natur ist faszinierend, weil sie absolut perfekt ist. Das heißt, die Menschen sozusagen, das Leben läuft mit der Natur, wie sagt man das auf Deutsch? Die Zeit der Menschen ist abgestimmt mit der Zeit der Natur. Es gibt natürlich keine Uhr. Und ich gebe jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel, jeden Morgen um 6 Uhr gibt es da bestimmte Frösche. Die kommen raus. Jeden Morgen kommen die raus, machen bestimmte Geräusche und so. Und das weckt dann bestimmte Insekten auf, das weckt dann die Vögel auf und man hat einen Zyklus. Aber das ist so perfekt abgestimmt. Abends genau dasselbe. Es kommen die Frösche wieder raus, eine bestimmte Zeit. Das sind so diese Quirken, die dann so Geräusche machen und so. Und das ist so wie wie sagt man, das ist eine Sache, wie sagt man, also zum Beispiel ein Frosch macht sein Geräusch. Das kommt dazu, dass bestimmte Insekten wach werden, die dann Geräusche machen. Das kommt dazu, dass es eine Vibration gibt. Das kommt dazu, dass bestimmte Vögel dann wach, also Nachtvögel wach werden. Aber eins ohne das andere würde nicht funktionieren. Und ich sage mir zum Beispiel, wenn die Abendfrösche sagen würden, nee, wir haben heute keine Lust, würde die ganze Natur auseinanderfallen. Die Natur ist perfekt abgestimmt. Und es ist immer gleich. So. Und die Menschen, da sie ja keine Elektrizität haben, gehen um 6 Uhr abends ins Bett, stehen um 6 Uhr morgens auf. So, das ist jetzt. Und da es keine Vergangenheit gibt und keine Zukunft gibt und die nicht so viel zu tun haben wie wir hier, läuft das die Zeit sehr, sehr langsam ab. Sehr langsam. So, im Westen haben wir es ein bisschen anders. Hier haben wir Elektrizität, wir haben hier Uhren, wir haben hier, was ja auch sein muss. Also wenn jetzt jeder hier sagen würde, nee, machen wir nicht mal, würde ja auch alles jetzt auseinanderfallen. Wir sind hier sehr, sehr, sehr massiv unter Zeitdruck. Das heißt, die Zeit läuft hier viel schneller. Viel schneller. Wir müssen dann und dann da sein. Zum Beispiel, jemand hat mir mal gesagt, wenn ich sage um 4 Uhr, dann meine ich 4 Uhr, nicht Viertel vor 4, nicht Viertel nach 4, sondern 4 Uhr. Und ich fand das so, das ist so ein Konzept, das war mir so fremd.
Weil es ist doch egal, ob es Viertel vor oder Viertel nach ist, solange es so um 4 Uhr ist. Also es ist beides ist gut. Also es ist nicht so, ich sage nie, ich werte nie, ob sagen wir mal, ein System besser ist als das andere. Beide hat seine Vorteile, beide haben seine Nachteile. Aber die Zeit des Menschen ist natürlich stressiger für uns. Dafür haben wir aber auch ein viel luxuriöseres Leben. Also, das muss man ganz klar sagen. Dafür haben wir Elektrizität, dafür haben wir fließendes Wasser, dafür haben wir die Entwicklung, die wir hier haben, hat auch viel mit der Zeit zu tun. Aber die Zeit läuft hier wahnsinnig schnell ab. Wahnsinnig schnell. Das heißt, im Stamm gibt es eigentlich nur den gegenwärtigen Moment irgendwo. Wenn du sagst, Ja. es gibt keine Ja. Vergangenheit, keine Zukunft, Nein. heißt, man macht sich eben auch jetzt, du hast ganz zu Beginn den Anbau erwähnt, machen sich auch keine Gedanken mit Vorräten oder wie wird das nächstes Jahr sein oder Ja, was ich ja. meine, machen wir schon zum Teil, wenn es um Pflanzen angeht. Also es gibt Stämme, die genau wissen, wann sie was anpflanzen müssen. Das gibt es auf jeden Fall. Aber sie planen nicht im Voraus so sehr, wie wir das hier tun, was ein Nachteil ist. Also man könnte das theoretisch, wenn man, also die das verstehen, die westliche Zeit oder das Ablauf verstehen, haben eigentlich im Dorf also man könnte im Dorf ein wunderbares Leben haben. Ein Traumleben. Also alles wächst eigentlich vor der Tür. Man ist nicht unter Zeitdruck. Man muss halt eben alles selbst. Man ist Selbstversorger sozusagen, was natürlich viel Arbeit ist, aber es bringt auch was Schönes mit sich. Aber der psychische Stress ist nicht mehr so da. Aber es gibt keine Vergangenheitskunft, was auch nicht gut ist. Also ich weiß, es gibt hier diese ganze Bewegung, dass man im Jetzt leben muss. Finde ich zum Teil auch gut, aber man sollte es nicht übertreiben. Oder man sollte nicht nur im Jetzt leben, weil man sollte aus der Vergangenheit lernen und man sollte für die Zukunft planen, aber man sollte im Jetzt leben. Das sage ich immer. Es ist wichtig zu lernen aus der Vergangenheit. Es ist wichtig für die Zukunft zu planen und es ist wichtig, im Jetzt zu leben. Und dieses für die Zukunft planen zum Beispiel habe ich auch nie verstanden. Das hat lange gedauert, bis ich darüber nachgedacht habe, ja, was mache ich denn nächste Woche? Was mache ich nächstes Jahr? Was sind meine Ziele? Was möchte ich erreichen? Heißt nicht, dass ich nur in der Zukunft lebe, aber dass ich irgendwie weiß, okay, was plane ich für die Zukunft? Und das ist im Westen, also in der westlichen Kultur ist das auch ganz wichtig. Im Stamm ist das nicht wichtig, weil es läuft ja immer dasselbe ab, jedes Jahr. Es ist nicht so wichtig wie hier, ja. Wow, so spannend. Boah, vielen Dank, Sabine, einfach nur von Herzen. Ach, das ist so schön. Vor allen Dingen auch zu hören, auch, dass es dir jetzt so gut geht in der westlichen Welt, wo ich in dem Buch immer Ja. wieder an den Punkt kam, dachte so, geh doch einfach zurück, da wo du herkommst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich hier, also ich bin wirklich sehr glücklich hier, aber wenn es nicht für meine Kinder gewesen wäre, wäre ich auch nicht wiedergekommen. Also ich wäre irgendwo, ja, ich wäre nicht wiedergekommen. Also ich wäre irgendwo im Urwald, irgendwo drin. Aber ich bin glücklich. Also ich liebe meine Kinder, ich werde Großmutter dieses Jahr. Was mich unheimlich freut, ja. Und das sind so Sachen, die macht das Leben auch schön. Weil letztendlich, wenn mich jemand fragt, wo ist dein Zuhause? Ich sage, für mich ist mein Zuhause nicht da. Für mich ist Zuhause nicht ein Ort oder nicht ein Land. Für mich ist Zuhause mein Ministand. Das ist mein Zuhause. Und es ist egal, wo es ist, ob es hier im Dschungel, in Asien, wo immer es ist hier. Und das ist, was mich persönlich glücklich macht, ist diese Menschen um mich zu haben, die ich liebe, die mich lieben, die Familie zu haben. Das ist das, worauf ich sehr großen Wert lege. Und das ist das, was letztendlich mir geholfen hat, auch meinen Platz zu finden im Leben. Oh, schön, sehr, sehr inspirierend. Gehst du dennoch ab und zu zurück auf einen Besuch? Ja, also wir machen ja noch Projekte dort, also Miki und ich, und wir sind gerade in einem Projekt dran. Also unser Ziel ist es, und da arbeiten wir haben lange, lange recherchiert, wie kann man die Menschen, die jetzt aus dem Stammeskultur kommen, helfen, sich zu entwickeln, ohne die Kultur, die Tradition und die Umwelt kaputt zu machen. Und es ist möglich, aber leider ist es sehr anders, wie die meisten Menschen denken, weil ich weiß, es gibt viele Gesellschaften, die kommen und die wollen da helfen, aber viele verstehen das Ganze, die Kultur ist sehr komplex. Und wenn man das nicht versteht und man versucht, was aus dem Westen zu nehmen und dort reinzupflanzen, es funktioniert nicht. Nur kurzlich und dann irgendwann mal ist es weg. Wir haben uns lange überlegt, okay, was können wir machen,
Und eine Sache, ein so Ziel, das wir haben, ist eine Möglichkeit für die Menschen dort, Geld zu verdienen, ohne dass sie in die Stadt reingehen müssen. Das heißt, dass man eine Entwicklung in den Dörfern hilft, eine Business-Entwicklung, eine richtige Business-Entwicklung hilft. Und das ist ein Projekt, was wir gerade angucken, und das ist mit Mudcrab zu tun. Dass man da, weil die leben in Mangroven. Also alle Projekte, die wir haben, haben mehrere, wie sagt man, mehrere Ziele. Und eines ist zum Beispiel, es gibt ja die Mangroven, die sind leider verschwinden die ganz schnell, und wir wollen die erhalten. Also hinzugehen zu den Dörfern und zu sagen, ihr dürft eure Mangroven nicht mehr anfassen, wird nicht funktionieren. Weil die Leute müssen ja von was leben. Die Ganz wollen kurz, auch Geld verdienen. was sind Mangroven? Mangroven sind, das ist so eine Art, wie nennt man das, Bäume oder wie sagt man das auf Deutsch? Environment, das wächst am Wasser, am Meer. Okay. Mangroven, die wachsen, die sind ganz wichtig für die Umwelt eigentlich, und die wachsen am Meer. Und das sind so, die sehen aus ein bisschen wie Palmen, aber es ist so wie es ist eine Art Wald sozusagen, so ein spezieller Okay. Wald. Ich weiß nicht, wie ich es am besten erklären kann. Und das wächst eigentlich nur in bestimmten Gebieten, nur wo das Salzwasser ist, Meer ist. Und viele werden abgeholzt, viele werden zerstört durch verschiedene Gründe. Was ist aber für die Umwelt, auch für bestimmte Tiersorten, ist das ganz, ganz wichtig. Es ist auch wichtig, die Mangroven sind auch wichtig, das Land zu befestigen. Wenn man die Mangroven kaputt macht, dann fängt an, das Land auch wegzugehen. Dann kommt das Wasser auch mehr aufs Land zu. Ich weiß von Dörfern, die haben ganz viel Land verloren deswegen. Und da haben wir gedacht, okay, wie können wir die Mangroven erhalten und vielleicht sogar noch mal nachpflanzen? Das heißt, man muss dann etwas machen, wo die Menschen auch mit Geld verdienen können. Und da haben wir gedacht, okay, wir können Mudcrab Farming machen. Mudcrabs, das sind so Krabben, die sind aber so ganz groß, so große Krabben. Die sind sehr beliebt in Asien. Und dass man da so Projekte aufbaut, dass die Leute Mudcrab Farming machen können, und im Gegenzug müssen sie die Mangroven erhalten und dürfen nichts mehr abholzen und sogar noch zupflanzen. Und man hat sozusagen sehr, sehr viele Vorteile, indem die Menschen Geld verdienen. Die erhalten die Natur, die leben weiter in ihren Dörfern, sie haben weiter ihre Gärten, sie machen weiter ihre Tradition. Die können ihre Kinder zur Schule schicken, die Kinder können später eine Ausbildung machen und lernen, sich selbst zu schützen, lernen, ihr Land selbst zu schützen. Also es hat so viele Vorteile. Und das sind so Projekte, an die wir arbeiten. Eines von den Projekten. Schön. Wow. Und wenn du jetzt heute dort bist, hast du immer noch das Gefühl, ich würde gerne hier bleiben? Ich weiß es nicht. Also es kommt drauf, also wenn ich alle mitnehmen könnte, vielleicht ja. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es fehlt mir dann auch viel hier. Also dort, wenn ich dort bin, zum Beispiel, ich mag wahnsinnig gerne essen. Restaurants essen zu gehen, fehlt mir. Heißes Bad zu nehmen, fehlt mir. Also es gibt schon vieles hier, das mir dann fehlt, wenn ich dort bin. Zum Beispiel auch der Winter hat mich auch sehr erstaunt. Der Schnee und so. Also man vermisst es schon. Ich glaube, ja, man nach einer Weile würde man es schon vermissen. Ja. Wow, Sabine, du vielen, vielen lieben Dank Bitte für schön. alles, für deine Zeit, für das ehrliche Teilen auch deiner Geschichte und deiner Ja. Erfahrungen. Sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, hier konnte sich jetzt jeder viel mitnehmen. Auch für sich nochmal so schön, finde ich, zu reflektieren, auch was wir eben hier haben in unserer Welt, weil wir, glaube ich, sehr schnell dazu tendieren, alles irgendwie schlecht zu reden und obwohl es uns ja, wie du es jetzt so schön geschrieben hast, eigentlich sehr, sehr gut geht hier. Ja. Wir haben ja Und ja, ich sage immer, wir haben hier im Westen die Möglichkeit, ein gutes Leben aufzubauen. Wir haben diese Möglichkeit. Wir müssen die nur nehmen, und Verantwortung, wir müssen auch Verantwortung übernehmen, nicht nur für uns selbst. Wir müssen lernen zu nehmen. Ist auch ganz interessant. Menschen hier nehmen nicht gerne. Aber wir müssen, das ist ganz eigenartig, ist, weil viele Leute sagen, ja, wir sind doch alle, ist doch sehr egoistisch hier. Ich sage, nein, das meine ich nicht. An Sachen anzunehmen, Freundlichkeit anzunehmen, Liebe anzunehmen, Trost anzunehmen, Freundschaft anzunehmen, solche Sachen anzunehmen, finde ich, ist hier ganz wichtig. Oh, voll schön. So schön. Sabine, von Herzen danke. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, Chris. Danke. Danke für die Einladung. Ich danke auch dir von Herzen für dein Zuhören oder Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiter in deinem Bekanntenkreis teilst. Trage dich gerne auch in meinen Newsletter ein, um jeden Montag einen positiven Impuls für die neue Woche zu erhalten und um zukünftig keine Folge dieses Podcasts mehr zu verpassen. Alle Angebote zu meinen Coachings, Mentorings und Begleitungen sowie alles rund um das Leben ohne Schule, wie beispielsweise die schulfreie Masterclass, findest du auf meiner Website auf www.chrisfader.de. Dort findest du auch alles zu meiner Musik, anstehende Live-Events und auch die Möglichkeit, mir deine Wertschätzung zu zeigen. Auf Patreon gibt es zudem ein ganz exklusives Podcast-Format, wo ich gemeinsam mit meiner Freundin Fragen aus der Community beantworte. Vielen lieben Dank und alles Liebe an dich von Herzen. Open your heart and just give love. Feels like flying like a dove. Press the button which is called restart. And be proud of who you are. Pay attention to your intuition. Focus on the good, make it your mission.